Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief oder The Dark Project Gold. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinen Ohren heute. Tut mir echt leid. Ich muss hin und wieder mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe immer ganz böse mit Mittelohrentzündungen und so einem Kram zu tun. Willkommen zurück. Der letzte Part ist leider so ein ganz kleines bisschen schief gelaufen, sage ich mal, dadurch, dass da so ein Missionswechsel dazwischen war und ich dann irgendwie in dem Verkaufsbildschirm gelandet bin, aber das Bild nicht weiterging und dann war der Ton mega versetzt und irgendwie war alles blöd. Ich hoffe, ich kann die Folge trotzdem irgendwie so bearbeiten, dass ich sie hochladen kann. Falls nicht, tut es mir wahnsinnig leid, dann habt ihr jetzt leider den Anfang dieser Mission verpasst. Aber um euch nochmal kurz zu erklären, worum es hier geht. Wir haben ja dieses Auge gefunden, diesen Edelstein, diesen was auch immer, ne? Diesen, ja, das mit uns geredet hat. Und das hat uns gesagt, dass wir, um es aus dieser Kathedrale zu befreien, sage ich mal, dass wir da vier Talismane brauchen. So, und diese vier Talismane müssen wir jetzt finden und der erste, den wir finden müssen, ist der Erd-Talisman und der befindet sich hier in den Magiertürmen. Ich glaube, das ist die irgendwas mit Hand, irgendwas ist das so, warte, glaube ich, noch. Vielleicht kann ich das ja hier rausfinden. Nee, leider nicht. Moment, der Sound ist gerade irgendwie ganz blöd. Ich muss mal ganz kurz neu starten. So, da bin ich wieder. Verzeihung, irgendwie hat da was mit dem Sound nicht so ganz gestimmt. Jetzt befinden wir uns halt, wie gesagt, in diesen Magiertürmen und müssen jetzt versuchen, an den Erdtalisman ranzukommen. Das Problem ist nur, es gibt vier Türme in diesem Gebiet. Die Karte packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch die gerne mal anschauen. Das sind vier Türme. Jeweils ein Luftturm, ein Erdturm, ein Feuer und ein Wasserturm, glaube ich. Also den vier Elementen halt zugeordnet. Und wir müssen diese Türme quasi jetzt nacheinander abklappern und müssen hier die Schlüssel für die nächsten Türme finden. Und im Endeffekt müssen wir in dem mittleren, in dem Hauptturm, dann den Erdtalisman finden. Ich bin jetzt hier in dem Wasserturm. In den kam ich ohne Schlüssel rein, weil das Schloss halt kaputt ist. Das kann ich euch gleich vorne auch nochmal zeigen. Und hier in diesem Wasserturm haben wir jetzt den Schlüssel für was noch gleich gefunden? Den Erdschlüssel. Also den Schlüssel für den Erdturm haben wir hier gefunden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dann auch langsam mal zurück, um... Oh, das war ein bisschen blöd. Ich hätte auf der anderen Seite runter müssen sollen, wie auch immer. Egal. Ja, hier, das war auch sehr... Eine Wand aus Wasser. Der Turm ist ein bisschen geflutet. Hier laufen auch keine Wachen oder ähnliches rum, einfach weil hier wohl die Magier ein bisschen zu viel experimentiert haben. Autsch. Ich muss ein bisschen wieder in die Steuerung reinkommen. So, hier seht ihr, das Schloss ist ziemlich matsch. Und deswegen kamen wir hier auch einfach rein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich hier keiner entdeckt direkt. So, hier ist nämlich, das da vorne könnte der Luftturm sein. Moment. Wasserturm? Ja, das ist der Luftturm. Und auf der anderen Seite, also wenn ich hier in diese Richtung jetzt quasi weitergehen würde, würde da vorne der Erdturm sein. Und zudem muss ich ja jetzt auch. Deshalb, da liegen schon ein paar K.O.-schlagene Wachen. Habe ich jetzt eigentlich den Timer wieder angestellt? Nein, habe ich nicht. Haha. Doch, habe ich. ja. Jetzt muss ich aber gucken. Ich glaube nämlich... Ja, ich muss einmal hier durch. So. Das könnte jetzt... Also das werden relativ lange Missionen. Das hier ist, glaube ich, auch eine dieser Goldmissionen. Das heißt, dass es relativ lange Missionen sind und man hier viel... erledigen muss, sage ich mal. Man hat hier auch die Missionsziele. Ups.
Objectives sind, dass wir die Bibliothek finden sollen, weil wir müssen ja eigentlich erstmal herausfinden, wo der Talisman ist und so. Dann finde heraus, wo sich der Erdtalisman befindet, stiehl den Erdtalisman, stiehl 400 an Gold und am Ende muss man hier auch wieder raus. Das ist die Frage. Ich mache hier kurz dunkel. Ich habe ein bisschen Angst, dass da vor der Tür direkt einer sitzt. Das hat jetzt gar nichts gebracht, aber ist egal. Guys, I've gotta get home. The dinner is waiting. Aha. The dinner is waiting? Das ist aber doof. Du wirst fürs Dinner erstmal nicht mehr nach Hause kommen. Also zumindest nicht heute Nacht. Schlaf dich erstmal aus. So. Das hier müsste... Nein, das nicht. Das da müsste der Erdturm sein. Ich muss zugeben, einer der wenigen Türme, die mir so gar nicht gefallen wollen. Oh, der läuft ja sehr genial da hinten. Ich bin jetzt am Überlegen. Schalte ich die da vorne direkt aus? Oder... der hier lang? Ich glaube, der kommt hier lang, ne? Ja. Aber nicht, dass der andere jetzt auch noch hinterher kommt. Doch, tut er aber. Oh mein Gott, wie viele Leute laufen hier rum? Meine Güte. Muss ich die jetzt echt alle niederknüppeln? Das kann doch niemals gut gehen. Okay, offensichtlich scheint es doch zu funktionieren. Ich muss nur vorsichtig vorgehen. Und muss gucken, dass ich hier einen nach dem anderen umhaue. Was denn noch einer? Ach nee, das sind die zwei. Oder? Sind das die zwei von eben? Aber da war noch so ein Magier, der hier rumschwänzelte. Ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist. Es kann sein, dass ihr immer noch meine Tastatur ein bisschen laut hört. Das kann ich aber leider im Moment nicht ändern, weil mein Mikrofon einfach viel zu sensibel ist. Und einfach alles aufnimmt, was in meiner Umgebung vor sich geht. Ich glaube, ihr habt gerade auch das Geploppe von meinem Mikrofon, von meinem Handy gehört. Wo sind die zwei Spacken jetzt? Ach Gott, sag bloß, die sind auf die andere Seite gegangen. Okay, ich guck mal, ob ich hier durchkomme irgendwie. Vorteil an diesen komischen labyrinthähnlichen Gängen hier ist, dass man nicht so schnell jemandem in die Arme laufen kann und sich relativ gut verstecken kann. Ah, hallo? Ich nehme jetzt einfach immer alle Schlüssel mit, die ich hier finden kann bei denen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das war ein Erdmagier. Gehörte vermutlich hier zum Erdturm. Kleinen Moment, einmal kurz schnell speichern. Wie mache ich das nochmal? F11? Ja. Okay. So. Kann ich da schnell reinhuschen? Offensichtlich. Okay. Einmal hinein in den Erdturm. There is a disturbance. The wind plays tricks with my senses. Yep. I shall build shelters from the winds, feel the countless waters. Okay, ich hoffe, ihr schwänzelt nur der eine rum. Ich finde die Stimmen von denen immer so ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor denen, weil die Stimmen, die hallen immer so komisch. Moosfeil und eine Healing Potion. Das Blöde an diesem Erdturm ist auch, dass er einen unglaublich lauten Boden hat. Was ist das? Cool earth wraps tightly around us. Constrictive veins of tower tunnels carry beating heart of grinding rock. In mastery of my element, I leap from stone to falling stone. Boulders float as feathers.
Ganz komischer Kram, den die Magier hier aufschreiben, muss ich wirklich zugeben. Also übersetzt. Es gibt ja auch ein paar Leute, die das auf Deutsch Let's Play. Und da muss ich sagen, auf Deutsch hört sich das richtig komisch an. Ah, Verfolgungswahn. Jetzt komme ich nicht hoch. Oder höre ich die da oben? Ich glaube, ich höre die da oben. Das Blöde ist, jetzt muss man das natürlich ein bisschen abpassen, weil hier ist mega hell. Mal gucken, dass die nicht gerade hier unten rumrennen, wenn wir rauskommen. Aber es ist ja auch nicht komplett dunkel. Doch, hier ist dunkel. Ich glaube, da oben rennt einer rum. Und hier unten rennt irgendwo einer rum. Ja, da oben. Da oben läuft einer. Und hier haben wir den. I shall build shelters from the winds. Feel the countless waters. See the vast earth. Okay, das war vergleichsweise einfach. Der hier unten hat uns nicht entdeckt, zum Glück. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ist das der Einzige, der hier unten rumrennt, oder? Na, da kommen wir nicht hoch. Okay. Ja, wie gesagt, das könnte eine ziemlich lange Mission werden. Einfach, weil man hier diese ganzen Türme einzeln abklappern muss. Muss ich gucken, dass ich irgendwie da hochkomme, ohne dass der mich entdeckt. Ist ja eben einfach hinterher zu rennen und ihn dadurch einzuholen. Ich bezweifle es zwar, aber mehr als versuchen kann ich es nicht. Ah, Leuchtepilze. Oh mein Gott, es ist so hell. Okay, ich glaube, ich bin schneller als er. Ist nur die Frage, ob er mich jetzt hört. Ich hoffe mal nicht. Okay, ja, da kannst du auch ruhig liegen bleiben, ist kein Problem. Da kannst du keinem gefährlich werden. Ich glaube, ich muss jetzt versuchen, irgendwie über diese Plattform da hochzukommen. Aber irgendwie ist mir das gerade zu umständlich, muss ich zugeben. Deswegen versuche ich es mal damit. Müsste ja eigentlich auch funktionieren, ne? Klappt. So, weiter geht's. Hier ist mal wieder ziemlich... Ne, hier nicht mehr. Das ist schön. Hier ist relativ dunkel. Das Problem ist auch, dass ich von den Türmen selber leider keine Karte habe. Ich habe von dem Hauptturm eine Karte, aber leider nicht von den einzelnen Türmen. Das heißt... Entschuldigung, bin doch etwas müde. Das heißt, ich muss mich einfach hier durchschlagen, ohne wirklich zu wissen, wo es jetzt lang geht. Ich hoffe, der kommt nicht hier rein. Offensichtlich nicht. Ja. Nächster Magier ausgeschaltet. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass sie nicht hereinrennen, werde ich ihn jetzt einfach mal da lügen lassen. Ganz dreist, wie ich hier bin. Wir haben 15 Minuten. Ich guck mal, wie viele Parts ich jetzt aufnehme. Vielleicht zwei oder drei Stück. Ich habe gut gefrühstückt. Und ich würde sagen, ich gehe mal weiter. Ich höre nämlich keinen mehr. Auch wenn ich absolut keine Ahnung habe, in welche Richtung ich jetzt hier gehen muss. Leider habe ich im Moment das Problem, wie ihr vielleicht auch schon bemerkt habt, dass es mit meinem Thief, also Thief 4,
Let's Play leider im Moment nicht mehr weitergeht, weil mein PC mal wieder ziemliche Spacken veranstaltet. Und jedes Mal einfach... Oh. Something is amiss. Oh. It was a false vision. I shall build shelters from the winds. Feel the countless waters. Okay, sorry, ich war gerade ziemlich still, aber ich habe Angst gehabt, dass der mich entdeckt. Und irgendwie bin ich dann automatisch immer leise, weil ich habe dann das Gefühl, dass die mich weniger entdecken, wenn ich leise bin. Ist totaler Bullshit, ist egal. Das Problem ist einfach, dass der ständig abstürzt. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten gespielt habe, dann stürzt er auf einmal ab, das komplette Bild wird schwarz und mein PC kackt total ab. Also es ist einfach nicht möglich, dass ich jetzt das Spiel momentan weiterspiele. Leider. Bis ich einen neuen Monitor habe. Also ich gehe mal davon aus, dass es an der Rückkopplung zum Monitor liegt. Moosfeil. Die Moosfeile werde ich später auf jeden Fall gebrauchen. Das ist sehr gut, dass ich die hier jetzt alle einsammeln kann. 10 Stück habe ich. Im Feuerturm werde ich die auf jeden Fall brauchen. Deshalb sehr, sehr gut, dass ich die hier einsammeln kann. Wie gesagt, ich glaube, dass es an der Rückkopplung von dem Monitor zu meiner Grafikkarte liegt. Einfach weil das eigentlich ein Monitor für einen Fernseher, also es ist eigentlich ein Fernseher und kein Monitor für einen PC. Deshalb macht er wahrscheinlich so Probleme. Und bis ich jetzt einen neuen Monitor habe und das ausprobieren konnte, werde ich leider mit dem Thief Let's Play nicht mehr weitermachen können erstmal. Bedeutet also auch, dass... Do not flee. The earth will protect me. Die Erde wird dich nicht protecten, weil du einfach... Das ist cool. Ich wusste gar nicht, dass man die so auch umhauen kann, obwohl die einen schon entdeckt haben. Naja, sind wir ein bisschen schlauer geworden. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, bis ich das ausprobieren konnte, wird es jetzt leider keine Thief-Let's Plays mehr geben. Also zumindest nicht von Thief 4, wie gesagt. Deshalb müsst ihr euch jetzt erstmal mit grafisch nicht ganz so anspruchsvollen Spielen zufrieden geben, wie zum Beispiel jetzt diesem Harry Potter Spiel oder auch hier diesem Spiel, wo die Grafik ja nun wirklich, ja, gar nichts beansprucht, sag ich mal. Also, es ist so... Hä? Konnte ich jetzt hier nur einmal rundlaufen? Nee, ich wollte schon sagen. Ihr merkt schon, ich kann mich hier wieder wunderbar verlaufen. Das ist was ganz Tolles für meinen Orientierungssinn. Es stellt mich mal wieder ziemlich auf die Probe hier alles. Kommst du in meine Richtung? Oh, er kommt in meine Richtung. Nein. Let the dark. Oh. You cannot change my. Stirb. I fade. Puh. Also das ist echt cool. Die Magier scheint man auch so noch ausnocken zu können, obwohl die einen entdeckt haben. Das wusste ich überhaupt nicht. Finde ich aber durchaus sehr gut. Hört ihr dieses Scheißgeräusch? Das hört sich ganz böse an irgendwie. Und ich finde es gerade mega gut, dass ich hier so viele Moospfeile finde. Ich habe doch gerade Schritte gehört. Oder waren das wieder meine eigenen? Da oben. Kommt er hier runter? Oh, hier ist dunkel. Sehr gut. Okay, ich sehe keinen, aber ich höre jede Menge. Verdammt. Okay, ich würde sagen, ich mache hier kurz einen Cut. Und mach mich dann gleich auf da hoch, um zu gucken, was da so abgeht und wie viele Leute da rumschwirren. Und es tut mir leid, dass ich ständig am Gehen bin. Eigentlich ist es früh. Ich habe gut gefrühstückt und ich bin auch eigentlich relativ wach, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen dezent erkältet oder sowas. Keine Ahnung. Ich brüte wahrscheinlich irgendwas aus. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt mir hier weiterhin treu.
Auch wenn es mit dem Thief-Let's Play im Moment nicht so wirklich weitergeht und ich hoffe, ich kriege es hin, dass ich den anderen Partner auch irgendwie retten kann. Ansonsten kriegt ihr ja jetzt noch mit, worum es weiterhin geht und über eine Bewertung würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Lasst doch ein Däumchen rauf da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin, wie immer. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!